So, schauen wir uns die Komodo Internet Security, die Antivirus-Geschichte etwas näher an. Klick dazu rechts unten den Tray auf das Komodo-Icon, doppelt mit der linken Maustaste. Dann sollte die Komodo offen gehen, die Komodo-Oberfläche offen gehen. Dann klickt oben rechts auf Aufgaben. Dann habt ihr schon die allgemeinen Aufgaben. Das sind wir auch schon ganz richtig. Wenn ihr hier auf Prüfen klickt, könnt ihr sagen, wie ihr den Rechner überprüfen wollt. Entweder eine schnelle Prüfung, prüft die häufig infizierten Bereiche und den Arbeitsspeicher des Rechners, oder die vollständige Prüfung, prüft alle Dateien und Ordner auf diesem Computer. Prüft die Bewertung von Programmen in häufig infizierten Bereichen und den Arbeitsspeicher online. So, dann haben wir die eigene Prüfung. Klickt ihr auf rechts auf das Symbol, geht da was auf. Und zwar könnt ihr hier eine Ordnerprüfung auswählen. Dann könnt ihr einen Ordner prüfen, also Dateien, die sich in einem Ordner befinden, oder Dateiprüfung, also eine spezielle Datei auswählen und prüfen. Hier könnt ihr weitere Einstellungen für die Prüfung festlegen. Ja, Komplettprüfung, schnelle Prüfung, bla 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 bla. Okay. Dann können wir hier auf Aktualisieren klicken. Da wird die Antivirus-Datenbank aktualisiert über das Internet. Dann könnt ihr euch die Quarantäne anzeigen. Dort befinden sich normalerweise alle Programme, die gefunden worden und als Virus gefunden worden sind von der Komodo Internet Security Antiviren Geschichte. So, schließen. Dann wir Protokolle anzeigen. Hier können wir uns die Protokolle ansehen. Stehen ein paar Daten, statistische Daten. Hier könnt ihr ändern, was ihr sehen wollt. Antivirus-Ereignisse, Firewall-Ereignisse, Defense-Ereignisse, Webfilter, Alarmmeldungen, Aufgaben, Konfigurationsänderungen. Konfigurationsänderungen. Klickt ihr darauf, auf Konfigurationsänderungen, könnt ihr die Konfiguration ändern. So, hier gehen wir wieder raus. Klickt ihr auf Live-Unterstützung, erhaltet hier von einem technischen Mitarbeiter von Komodo Hilfe. Dann könnt ihr aktive Verbindungen anzeigen, welche Verbindungen gerade ins Internet gehen und raus und reingehen. So, das sind die Programme und welche Ports, welche IP und so weiter sie verbunden sind nach außen ins Internet. Schließen. Gut, die Firewall habe ich bereits erklärt, den anderen Tutorial. Da wäre auch die Sandbox, Sandbox-Aufgaben. So, eine Sandbox ist im Grunde, wo ihr Programm ausführen könnt, was ihr nicht auf den normalen Rechner ausführt. Also, es wird schon auf den Rechner ausgeführt, aber in einen Sandkasten sozusagen. Dort könnt ihr Programme starten, wo ihr euch nicht sicher seid, ob diese Programme vielleicht Schaden verursachen können. Und die sind dann geschützt von den ganzen normalen Windows-Systemen, werden die dann in diesem virtuellen Bereich ausgeführt, Sandkasten. Ja. Das sollte dann auch soweit klar sein. Dann haben wir noch die erweiterte Einstellung. Da könnt ihr einen Rettungsdatenträger erstellen. Erstellt einen CD oder einen USB-Stick. Und von diesem könnt ihr den Rechner booten und könnt den Rechner überprüfen nach Viren. Hier könnt ihr sagen, ISO-Abbild wählen, Ziellaufwerk wählen und Start. Dann wird die CD gebrannt oder USB-Stick erstellt. So, dann haben wir Dateien einsenden. Ihr könnt Dateien einsenden, wo ihr euch nicht sicher seid, ob diese sicher sind oder nicht sicher sind, nach Komodo, um diese näher zu analysieren lassen. Ja, Aktivitäten beobachten. Das Komodo Kill Switch öffnen, um den Prozess, um Systeminformationen anzuzeigen. Ja, ich glaube, das habe ich nicht installiert. Das lasse ich dann auch mal. Rechner säubern. Ja, wie es hier schon steht, mit Komodo Cleaning Essentials Infektionen säubern. Dann haben wir hier noch die Aufgabenverwaltung. Mal öffnen. Hier sind keine Aufgaben drin. Erweiterte Einstellungen. Ja, da kommen wir zu den erweiterten Einstellungen zu der Komodo-Geschichte. Zu den allgemeinen. Hier könnt ihr die Benutzeroberfläche ändern. Das Design der Benutzeroberfläche, die Sprache. Könnt ihr noch ein paar Einstellungen vornehmen. Das Desktop-Widget will ich nicht.
Ja, Kennwortschutz, Aktualisierungen, wann die gemacht werden sollen, die Aktualisierung der Virendatenbank, Protokollierung, Konfiguration. Dann haben wir hier noch Einstellungen zur Sicherheit. Firewall, wie gesagt, habe ich schon darüber gesprochen. Dateibewertung. Vertrauenswürdige Dateien. Hier sind alle Dateien gelistet, die vertrauenswürdig sind. Unbekannte Dateien. Übermittelte Dateien an die Komodo. Techniker. Vertrauenswürdige Anbieter. Ja, und das war's dann mit der Komodo Internet Security, mit der Antivirengeschichte. Viel Spaß mit Komodo Internet Security.